Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video 7 Deadly Sins Grand Cross. Wir sind tatsächlich heute wieder beim großen Vogel, wollen uns mal Stockwerk 3 vornehmen. Und ja, die letzten zwei Tage kam kein Video, wie ihr mitbekommen habt. Das lag einfach daran, wie ihr wisst, habe ich mir ja noch zwei zusätzliche Bildschirme, damit ich vier Bildschirme habe, bestellt und eine Halterung, um die Bildschirme festzumachen und alles. Und dann noch einen HDMI-Splitter, damit ich auch alle vier Bildschirme an meine Grafikkarte bekomme, weil ich da nur zwei HDMI-Slots habe. Und was ist passiert? Der eine Bildschirm, der kam, war einfach kaputt. Einfach so ein fetter Riss über ein Display. Mega nice. Und den HDMI-Splitter, den ich gekauft habe, da stand irgendwo in der letzten Ecke auf Amazon ganz weit unten, dass man damit tatsächlich nur den Bildschirm spiegeln kann und keinen separaten neuen Bildschirm damit machen kann. Also war das beides umsonst, nachdem ich das alles aufgebaut hatte. Dann war ich mega, mega abgefuckt. Jetzt muss ich den einen Bildschirm halt zurückschicken. Bekomme den dann nochmal neu. Das andere werde ich an Amazon zurückschicken und habe mir jetzt eine andere Lösung überlegt. Mal gucken, ob die funktioniert. Aber ich denke mal, streamingbereit sollte ich dann ab Dienstag sein. Das heißt, ab Dienstag werden wir anfangen, Dienstagabend Genshin Impact zu streamen. Und dann mal schauen, wenn alles so läuft, wie ich will, werden wir auch relativ häufig die Woche generell streamen. Aber jetzt sind wir hier erstmal im Stockwerk 3. Beim großen Vogel, das Ganze sieht hier so aus, dass ich hier 284.347 Kampfklasse habe. Das heißt, meine Matrona hat eine Ulti von 5-6, der grüne Gotha 1-6, The 166, das ist das einzig Wichtige, und Margaret hier mit 3-6. Die drei Charaktere, volle Cosmetics, alles UMX, Matrona, gar keine Cosmetics. Und wieso wir das Ganze jetzt machen ist, ich habe das Ganze gestern einmal just for fun probiert, ohne mich vorher zu informieren. Und ohne Spaß bin in der vierten Phase mit so wenig HP übrig gestorben, weil ich nicht im Sinn hatte, dass in der vierten Phase er mit 50% Leben gerevived wird. Das hat mich dann leider den Sieg gekostet. Aber da ich dann gemerkt habe, dass es auf jeden Fall funktionieren muss, werden wir das Ganze heute mal probieren. Wie gesagt, hier The One und Margaret, Angriff, Crit, Schaden Set, die anderen beiden HP, Death Set. Wie gesagt, die drei Charaktere hier, volle Cosmetics, Matrona nicht. Bei Matrona haben wir trotzdem Tamiel drin, da wir jetzt hier ordentlich in der ersten und zweiten Phase gefühlt mehr Schaden bekommen als danach in den Phasen. Und da würde ich sagen, probieren wir das Ganze mal. Erster Versuch. Mal schauen, wie viel Versuche ich brauche. Wir werden natürlich dann nur den Versuch sehen, in dem ich es auch schaffe. Aber ich werde auf jeden Fall wir merken, wie viele Versuche ich insgesamt gebraucht habe. Als Artefaktunterstützung haben wir hier natürlich die Lifepoint-Heilung dabei. Und da würde ich sagen, probieren wir das Ganze einfach mal. So, Runde Nummer 38. Sehr schöner Anfang. Zwei Single-Target-Karten sind mein Lieblingsanfang. Denn damit wird natürlich am meisten Matrona angegriffen, hat am wenigsten Leben am Schluss und wir werden kriegen die größtmögliche Heilung. Schade, dass es keine drei Single-Target-Angriffe gibt, wobei wahrscheinlich Matrona die auch nicht überleben würde. Kommen jetzt hier Blockade reingedrückt. Alle Fertigkeiten über Bronze sind dann weg. Haben eine silberne Fertigkeit. Das heißt, tatsächlich Matrona wird hier sehr wahrscheinlich sterben. Aber ich habe es noch nie probiert, wenn ich danach meine silberne Verspottenkarte reinhauen, ob sie das dann eventuell überlebt. Oh, sollte sie. Das sollte sie überleben. Problem ist, wir bekommen nächste Runde wieder die Blockade und bräuchten dann auf jeden Fall eigentlich
Eine Reinigungskarte haben wir auch. Das heißt, wir hauen. Die hat es verspotten noch und es kommen anscheinend drei Single-Targets. Kommen wir drauf, erhöht erlittenen Schaden 30%. Okay, wir machen das Ganze tatsächlich. Das Ganze so machen. Ah, 204.000 hat sie noch nie gemacht. So, damit werden wir die Ulti auf jeden Fall überleben. Wie viele Leben sind das? 325.000. Die werden wir mit den The One-Fertigkeiten nicht schaffen. Problem ist, ich glaube, das sind drei AOEs. Und drei AOEs überlebt das Team nicht. The One hat zu wenig HP dafür. Oh, die 325.000 wären vielleicht doch drin gewesen. Und wir haben keinen Verspotten. Oh mein Gott, nein. Aber wir sollten es trotzdem überleben. Ich würde eigentlich sagen, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Oh mein Gott. Erhöht erlittenen Schaden, oder? Ja. Ich glaube so. So. Ich glaube, das langt. Ja. Sehr schön. Verspotten. Ich denke, wir sollten das so überleben.
Was wir immer noch brauchen, sind tatsächlich die versporten Karten. Wir brauchen eine Versportenkarte und bekommen mal wieder gar keine. Das Karte RNG. Ich glaube fürs Hard RNG muss ich so machen. So, ich brauche immer noch Rank-Ups und ich brauche einen Margaret-Buff und ich brauche einen Verspotten. Okay, wir können hier verspotten. Oh Mann. Jetzt sind wir in dieser gefährlichen vierten Phase. Und wir brauchen eigentlich nur die Ultis. Single Target, nein. Leck mich. Oh mein Gott. Muss die Ulti von Dorn holen. Wir brauchen ein Verspotten und wir bekommen mal wieder gar keins. Wir bekommen kein Stärkungsgebrechen, kein Verspotten und verdammt nochmal kein Margaret-Buff. Damit war es schon wieder. Und als ob das nicht langen würde. Hier jetzt Angriff ausweichen.
Russo. Ohne Margaret-Buff kann das einfach nichts werden und es scheitert schon wieder nur daran. Jetzt bekommen wir hier wieder den Todesdamage des Jahrhunderts. Grothel wird sterben. 35% angriffsbezogene Werte weniger und wir haben verkackt. Mit Margaret-Buffs wäre es jetzt schon wieder kein Problem gewesen, aber nein. Das Spiel will mir nicht gönnen. Ach, es ist so zum Kotzen. Ich habe eigentlich schon gar keinen Bock mehr, das weiter zu probieren. Naja, wenn ich es irgendwann, ich werde es noch weiter probieren, wenn ich es nicht schaffe, wird dieser Versuch auf jeden Fall drin landen, dass man sieht, dass es machbar ist und dass es jedes Mal nur daran liegt, dass ich keine Verspottenkarte und keine Buffkarten habe, Mann. Verdammt. Verdammte Scheiße. Ratet mal, wer hier seit 4 Stunden sitzt und seit 4 Stunden 49 Versuche gebraucht hat, um den großen Vogel im 3. Stockwerk zu schaffen. Wie ihr seht, ich habe ihn geschafft. Problem, ich hatte die Aufnahme nicht gestartet. Ach, es ist einfach zum Kotzen. Naja, nichtsdestotrotz, ich mache ein Video rein, wie ich zumindest bis in die ins 4. Stockwerk reinkam. Zeige euch danach, dass ich das geschafft habe. Das habt ihr jetzt gerade gesehen. Und werde dann nochmal versuchen, nächste Woche, also sozusagen ab morgen, nochmal ein Video zu machen. Also nächste Woche, nicht direkt ab morgen. Morgen ist Update-Video. Aber nächste Woche wird auf jeden Fall nochmal ein Video kommen, wo wir das ganze Stockwerk uns anschauen. Denn tatsächlich habe ich es jetzt einfach so verkackt. 4 Stunden lang 49 Versuche, von denen ich... ich glaube, 6 oder 7 Versuche überhaupt nur aus der ersten Phase rauskamen. Und wenn man aus der ersten Phase rauskommt, schafft man es fast immer bis in die 4. Phase. Aber das ist jetzt ziemlich ärgerlich. Es wäre was anderes, wenn ich wüsste, dass ich das in 4, 5 Versuchen schaffen würde. Dann hätte ich es jetzt gerade nochmal gemacht. Aber ich sitze hier tatsächlich seit 4 Stunden und habe dann nach 2 Stunden angefangen, immer mal wieder eine Aufnahme zu starten, nach ein paar Versuchen zu stoppen, die zu löschen. Und habe es jetzt tatsächlich einfach beim wichtigsten Versuch, bei dem, wo ich es schaffe, habe ich einfach vergessen, die Aufnahme zu starten. Herzlichen Glückwunsch, hast du gut gemacht. Aber kann man nichts machen, wie gesagt, ihr seht, es funktioniert mit dem Team. Ich werde nächste Woche nochmal ein Video hochladen, wo wir das Ganze auf jeden Fall auch sehen, dass man es mit dem Team schafft. Dann sollte es mit dem Video von mir gewesen sein. Es tut mir schrecklich leid, dass man es jetzt nicht gesehen hat. Todesnervig. Das macht meine Laune. Ich habe es 4 Stunden lang. Ich bin schon super schlecht gelaunt und jetzt noch das hinterher. Es tut mir auf jeden Fall leid, aber ich bin jetzt mega, mega angepisst. Also wirklich mega, mega angepisst, dass das nicht funktioniert hat, wie ich wollte. Also es hat funktioniert, aber ich habe es nicht auf Video. Naja, ich hoffe, man kann mit dem Video trotzdem einigermaßen was anfangen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. So eine Scheiße.